Mit großer Enttäuschung haben wir heute zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Bürgerinnen und Bürger von Großbritannien sich für den Ausstieg aus Europa entschieden haben. Das ist für Europa eine schwere Stunde. Und trotzdem müssen wir den Blick nach vorne richten und dieses Europa stärken. Ein Europa, das uns so viel in den vergangenen Jahrzehnten gebracht hat, nämlich Frieden und auch Wohlstand. Über die Konsequenzen werden wir in den nächsten Tagen intensiv diskutieren. Wir werden heute um 13 Uhr eine Sondersitzung unserer Bundestagsfraktion durchführen und der Deutsche Bundestag wird sich am kommenden Dienstag um 10.30 Uhr zu einer Sondersitzung zusammenfinden. Die Botschaft muss heißen, auch nach dieser unfassbaren Entscheidung muss Europa seine Aufgaben lösen. Wir stehen vor großen Herausforderungen in der Flüchtlingsbewegung. Da ist noch vieles zu tun. Also trotz der Enttäuschung muss Europa sich weiter auf den Weg machen.